Der Bachelor ein Liebestöter? Unfassbar, aber wahr. Die zweitplatzierte Kuppelshow-Kandidatin Mona hat seit dem romantischen Reinfall mit Jan einfach kein Glück bei den Männern. Ich glaube, zum einen liegt es schon daran, dass man halt im Fernsehen war und dass vielleicht der ein oder andere sich so ein bisschen scheut. Ich weiß nicht, an was es liegt, weil ich bin eigentlich nicht jemand, der arrogant ist oder der irgendwie mit versteinerter Miene durchs Leben geht. Und ich meine, ich bin eine sehr offene Person. Ich weiß es nicht. Sprech mich an. Ernsthaft, liebe Männer, wer kann denn bitte einem solchen bezaubernden Wesen schon widerstehen? Trotzdem, Hand aufs Herz, Männer. Ist die Liebesflaute nach dem Bachelor vielleicht nur eine klitzekleine Ausrede? Ich wünschte, es wäre eine Ausrede, weil ich vermisse schon auch irgendwie einen Partner zu haben, mit dem man vieles teilen kann. Okay, okay, verstanden. Was wir nicht kapieren, ist aber immer noch, wie kann die schöne und vor allem charmante Schweizerin immer noch zu haben sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde vor dem Bachelor nicht wirklich oft angesprochen und jetzt ist es irgendwie noch schwerer geworden, einen Mann kennenzulernen. Also es ist unglaublich schwer, jemand Neues kennenzulernen. Es ist so. Es ist irgendwie so ein Fluch dahinter. Der Bachelor-Fluch etwa? Na, 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 an den können und wollen wir nicht glauben. Aber eins wissen bereits unsere Großmütter. Gut Ding braucht eben Weile. Sommer, Sonne, Hitze. Ganz klar, wir sind in Ferienlaune. Aber wo urlauben eigentlich unsere lieben Sobis? Ich wollte eigentlich nach Griechenland eine schöne Insel besuchen. Ich fahre wahrscheinlich nach Kroatien, meine Oma besuchen. Also Familie besuchen. Ich fahre nach Irland. Ich habe mir ein Auto gemietet und ich werde alleine da rumcruisen und die Insel erkunden. Ich fliege nach Ibiza für eine Woche. Da sind wir von einem Freund von uns auf der Finca. Und dann werden wir noch mal eine Italien-Tour mit dem Cabrio machen. Ach, klingt das paradiesisch. Also husch, husch, ab in den Urlaub mit euch. An alles gedacht. Schlau, schlau. Herzogin Kate und Prinz William sichern die Gesundheit ihres Prinzenbabys ein Leben lang ab. Dafür frieren sie direkt nach der Geburt das Nabelschnurblut von Prinz George ein. Das wird jetzt in den USA gebunkert, denn dieses spezielle Blut enthält viele Stammzellen des Thronfolgers. Damit könnten im gesundheitlichen Notfall diverse Knochenmarkserkrankungen wie Leukämie behandelt werden. Das nennen wir königlich fortschrittlich. Pfui, Spinne! Comedian Axel Stein ist ja für jeden Spaß zu haben. Nur bei diesem kleinen Krabbeltierchen bleibt ihm das Lachen eher im Hals stecken. Ich hasse Spinnen. Spinnen kann ich nicht leiden, vor allem diese dicken Kellerspinnen. Da mache ich echt einen Satz zurück. Aber es gibt so ein paar Sachen, die muss man ja auch nicht immer anfassen, ne? Nee, nee, anfassen, das muss ja nicht sein. Aber wie sagt man so schön? Spinnen, die Spinnen, spinnen. Oder so. It's disgusting.